Hallo Leute, hier ist der Tino von Alpha Shooters und ich habe heute was brandneues für euch, nämlich die Walther Q4 Steel Frame. Die wird gerade erst auf der SHOT Show gezeigt, aber ich hatte schon im Vorfeld die Möglichkeit, die Waffe zu testen. Und deshalb gucken wir uns die jetzt mal ein bisschen genauer an. Im letzten Jahr hat Walther mit der Q5 Steel Frame ja schon die sportlichsten Ableger präsentiert. Dieses Jahr kommen mit der Q4 Steel Frame die Dienstpistolen-Varianten dran. Die Q4 Steel Frame ist dabei gleich in zwei Ausführungen erhältlich. Zum einen die PS-Variante mit starrer Visierung, bei der sich die Treffpunktlage nur durch Verschieben der Kimme realisieren lässt. Daneben haben wir noch die Optical Ready-Variante, die mit LPA-Mikrometervisier kommt. Optical Ready, der Name sagt es ja schon. Also mit Hilfe von drei Adapterplatten lassen sich eine ganze Menge der auf dem Markt befindlichen Leuchtpunktvisiere direkt auf dem Verschluss montieren. In unserem Fall ist es ein Trichicon RMR2. Das finde ich eine gute Kombination, denn zu einer hochwertigen Waffe sollte auch eine hochwertige Optik gehören. Die Q4 Steel Frame ist in Abmaßen natürlich der Polymer-Variante relativ ähnlich. Das heißt, wir haben auch hier den 102 mm langen Lauf mit Polygonprofil. Die Stahlblechmagazine fassen 15 Patronen bzw. 17 Patronen. Das Stahlgriffstück ist hier leicht angefasst, so dass wir hier einen leichten Magazinwechsel vollziehen können. An der Vorderseite des Griffstücks und am Abzugsbügel haben wir hier einen Checkerring. Und wie die Q4 natürlich selbst auch, haben wir auch hier ein Striker Fire Action System, das heißt ohne außenliegendes Schlagelement und immer gleich bleibenden Abzugsweg und Widerstand. Was einigen Leuten an der Q5 Steel Frame nicht gefallen hat, war das langgezogene Beaver Tail. Da hat Walther bei der Q4 Steel Frame gleich reagiert und hat es kürzer gemacht. Das ist nicht nur Kosmetik, sondern auch wenn man die Waffe in die rechte Hand übergeben möchte, also wechselseitig, so wie ich das zum Beispiel mache mit dem Daumen über die Hinterseite des Verschlusses, dann ist es schon sehr vorteilhaft, wenn man da nur ein kurzes Beaver Tail hat. Ja, alles in allem eine sehr ansprechende Pistole mit einer guten Haptik. Und zum Schluss würde ich sagen, werfen wir noch mal einen Blick ins Innere. So, zerlegen ist relativ einfach. Die übliche Sicherheitsüberprüfung. Danach wird der Verschluss in der hintersten Position arretiert. Der Verschlussfanghebel um etwas mehr als 90 Grad, so etwa 100 Grad im Uhrzeigersinn geschwenkt. Jetzt den Verschluss festhalten, lösen. Abschlagen und jetzt können wir es auch schon abziehen. So, hier erkennen wir den Verschluss mit der üblichen hochkant gewickelten Flachdrahtfeder. Also man sieht es schon, das sieht hier auch alles sehr sauber aus. Jetzt kommen wir zum Griffstück. Das konnte ich in Ulm schon als ursprünglichen Stahlblock sehen. Das sind so knapp 3,5 bis 4 Kilo. Da wird dann in vielen, vielen Arbeitsgängen das schöne Griffstück rausgearbeitet. Und wenn man jetzt mal hier reinguckt, also sieht man keine Fräs- oder Bearbeitungsspuren. Das ist schon alles schön sauber gemacht. Ja, alles in allem eine schöne, interessante Pistole und ich bin mal gespannt, wie die schießt. Ja, mein Fazit zur Walther Q4 Steel Frame, also eine sehr hochwertige Pistole in Ganzstahlbauweise, entsprechend angenehm zu schießen, gerade bei dynamischen Geschichten. Wir haben einen ergonomischen Griff, sehr griffig, guten Abzug. Wir haben eine Optical Ready Variante, zusammen mit der Mikrometerkimme natürlich sehr universell einsetzbar. Präzision ist ansprechend. Also ich habe eben mal mehrere 5 Schussgruppen vom Sandsack auf 25 Meter geschossen. Und das ist eine Gruppe davon und das sind 25 mm. Das finde ich schon sehr in Ordnung. Was mir persönlich an der Q4 Steel Frame besonders gut gefällt, ist, dass wir hier eine Ganzstahlbauweise mit einem Striker Fire Action System und gleichbleibendem Abzugsweg und Widerstand haben. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wenn ihr mehr zur Waffe lesen wollt, dann schaut doch mal in die Kaliber-Ausgabe Februar 2020. Da haben wir die nämlich noch mal ein bisschen genauer drin. Und eure Kommentare zur Walther Q4 Steel Frame, die könnt ihr uns natürlich wie immer gerne posten.